Wir sind schon fast im Frühling angekommen, zumindest wenn man das Wetter anschaut in den letzten Wochen. Wahnsinnig viel Sonnenschein. Und ja, wo ist es am schönsten, wenn die Sonne scheint? Genau, in den Bergen. Und dort gehen wir auch hin, im Stück der Woche. Das ist Stück der Woche. Liebe Theaterfreunde, ganz herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich war ganz häufig auf der Terrasse draußen in dieser Woche, habe die Sonne genossen und ein tolles Stück für euch ausgesucht und auch gelesen. Und zwar das hier: Älplerleben von Lukas Bühler. Ja, für die, die regelmäßig in diese Rubrik hineinschauen, für euch ist der Lukas Bühler sicher ein Begriff. Schon mehrfach haben wir ein Stück von ihm hier vorgestellt. Kein Wunder, er ist auch der erfolgreichste Autor für die ländlichen Komödien der letzten Jahre. Älplerleben, das ist eines der absoluten Top-Stücke von Lukas Bühler in den letzten Jahren. Unglaublich vielmal gespielt wurde. Und warum das so ist, das erfahren wir gerade. Zuerst aber noch ein paar Worte zum Inhalt. Der Name des Stücks sagt schon, wir befinden uns in diesem Lustspiel auf einer Alp. Und zwar auf der Alp vom Seppli und dem Resi. Und die haben es eigentlich dort oben ganz gemütlich. Doch plötzlich kommen zu Besuch über von ganzen Haufen unterschiedlichen Leuten, beispielsweise von einem Model, der ein Fotoshooting machen will und mit High Heels da über den Bauernhof reinlatscht. Oder ein paar Gauner, die da auf der Flucht sind vor der Polizei. Und was haben sie dabei? Ein Koffer voller Geld. Und wie es sich für ein Theaterstück gehört, ja, verschwindet natürlich der Koffer spurlos und die Ganoven, ja, die kommen ganz schön ins Schwitzen. Zu allem Überfluss kommt auch noch eine Esoterik-Tante auf die Alp. Und die macht das Leben von diesen beiden Ganoven auch nicht wirklich einfacher. Ob die beiden Gauner ihr Geld wieder zurückbekommen und ob das Model tatsächlich noch ein Fotoshooting machen kann, das erfahrt ihr im Stück Älplerleben. Ihr habt gemerkt in der Inhaltsangabe, es hat wahnsinnig lustige Charaktere, die hier aufeinandertreffen. Das macht sicher grossen Spass, um die zu spielen. Ganz klar, das Stück eignet sich für alle Gruppen, die gerne die ländlichen Komödien spielen. Es ist auch ein Klassiker geworden, obwohl es erst seit 2014 auf dem Markt ist. Wie immer beim Lukas Bühler gibt es auch zu diesem Stück eine Einakter-Version unter dem Titel «Durcheinander im Alpenland». Die Leseprobe zu beiden Varianten haben wir natürlich wie immer für euch verlinkt. Wenn ihr das Stück schon gespielt habt, dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen auch mit den anderen Theaterfreunden auf unserem Kanal würdet teilen. Und falls ihr uns noch nicht folgt, dann liket uns doch auf Facebook, auf Instagram und auch auf unserem YouTube-Kanal. Danke vielmals fürs Zuschauen, liebe Theaterfreunde. Ich wünsche euch ganz einen guten Start im März und bleibt gesund.